Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. 3.471 Zuschauer, das Spiel hätte allein schon aufgrund der Tore sicherlich mehr verdient gehabt. Ich darf beide Trainer herzlich begrüßen, Frank Schmidt vom ersten FC Heidenheim und natürlich unseren Coach Alois Schwarz. Frank, du darfst als Gast wie immer beginnen, dein Fazit zum Spiel, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, insgesamt die erste Halbzeit, mit der war ich zufrieden. Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert, bis zur 23. Minute zwei, drei Halbchancen rausgespielt, nichts Großes. Die erste große Chance hatte Sandhausen, unnötiger Ballverlust, Konter. Wir wissen natürlich, gerade Christian Kinsombi, welche Qualität da ist auf dem Platz bei Kontersituationen im 1 gegen 1, unheimlich schwer zu verteidigen. Der Ball geht am Pfosten. Hatten dann in der Folge so 5-6 Minuten, wo wir keinen Zugriff mehr hatten. Dann aber zugeschlagen und nachgelegt, sehr effektiv, auswärts auch die Tore gemacht. Super Start in die zweite Halbzeit, 3-0. Kann nur mal passieren, dass man dann ein Tor bekommt, wie zum 3-1. Ich finde, mit dem 3-1 hat sich das Spiel überhaupt nicht verändert. Da hat man dann die Ruhe, es weiterzuspielen. Haben da auch relativ wenig zugelassen, machen dann das 4-1, hatten vorher schon Pech, dass vorher schon dass beim 4-1 eine Abseitssituation da war. Das Spiel verändert sich mit dem 4-2. Sandhausen ist zurück, weiß, wenn wir jetzt noch ein Tor machen, dann ist alles möglich. Das ging natürlich alles viel zu schnell. Aus unserer Sicht, wenn man 4-1 hier führt, gerade wir, wenn man die letzten Spiele nimmt, wo wir so wenig zugelassen haben, darf uns das nicht passieren. Logischerweise, dass wir dann nochmal so unter Druck geraten, aber es hat auch mit dem Gegner zu tun, der nichts mehr zu verlieren hat, alles nach vorne wirft. Das ist dann auch gar nicht so einfach. Sieht man dann ja auch, trotz allem beide Tore zum 2-4 und 3-4 beide abgefälscht. Das passt dann auch nochmal dazu. Aber am Ende, das ist nicht einfach hier. Ich habe gesagt, wir wollen heute 3 Punkte holen, ein Stück weit auch, egal wie. Da kann ich jetzt nach dem Spiel sagen, ist doch nicht egal, wie es war, sondern wir haben 4 Tore geschossen. Und wenn du 4 Tore schießt, dann ist es meine Meinung, hat man den Sieg auch verdient auswärts. Alois, im SV Sandhausen natürlich. Alles Gute für die weiteren Spiele. Ja, danke Frank. Hallo. Ja, sage ich auch danke Frank. Und so wie du mit der ersten Halbzeit zufrieden warst, mit deiner Truppe war ich mit meiner überhaupt nicht zufrieden. Wir waren sehr, sehr leblos. Wir kommen hier mit einem guten Spiel, in Anführungszeichen, von Braunschweig, wo wir zweimal einen Rückstand aufholen. Wir gewinnen in Rostock, wo wir ein sehr gutes Spiel machen. Eigentlich eine breite Brust und wir haben hier sehr, sehr leblos angefangen. Der Gegner hatte unheimlich viel Ballbesitz. Wir sind überhaupt nicht rausgerückt. Wir haben Begleitschutz, wir haben keine Zweikämpfe geführt. Der Gegner hat es dann auch gut runtergespielt. Trotzdem ist es oft so, dass man so einen Dosenöffner mal braucht. Kriegst du einen Schuss an den Pfosten. Ich glaube, dann läuft das Spiel auch ein bisschen anders. So war die erste Chance eigentlich, die Heidenheim hatte. Das 1-0, wo man auch sagen muss, nicht gut verteidigt die Ecke. Da steht er völlig blank am zweiten Pfosten, obwohl Zuteilung da ist und kann da einköpfen. Genauso auch das zweite Tor. Er darf zweimal nachschießen. Jeder kennt die Qualität von Kleindienst vor dem Tor. Und wir liegen dann 2-0 hinten. Haben dann umgestellt in der Halbzeit, haben Viererkette gespielt, um besser ins Spiel wieder reinzukommen. Und ich glaube, Kühlwetter, so ein Tor hat er, glaube ich, noch nie geschossen. Das waren, glaube ich, gefühlt 30 Meter flach ins Eck an Freund und Feind vorbei. Torwart konnte gar keine Reaktion zeigen. Ein Sonntagsschuss am Mittwoch. Ja, und dann ist es natürlich, wenn du 3-0 hinten liegst, gegen so eine Mannschaft, die, glaube ich, bis dato auch, Frank, die beste Abwehr, oder, von den Gegentoren, seit da wieder zurückzukommen, machen das 3-1, würden dann ein 4-1, wie wir das verteidigt haben, das war nicht gut, überhaupt nicht gut. Und dann hat die Mannschaft, wie der Frank sagt, nichts mehr zu verlieren. Wir machen das 4-2, 4-3 und ich sage sogar, wir hätten sogar das 4-4 machen müssen durch Sebio Soku, der alleine vom Torwart steht, da die falsche Wahl nimmt. Aber letztendlich, wenn man gegen Heidenheim 3 Punkte holen will, dann muss man das von der ersten Minute an machen. Wir haben das leider erst in der zweiten Halbzeit gemacht. Danke. Dann kommen wir zu euren Nachfragen. Die Kollegen aus Heidenheim würde ich bitten, kurz Name und Medium zu nennen, damit wir wissen. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung. Wie war die Phase so außen an der Seitenlinie? Man wirkt es so, dass man da wirklich keinen Einfluss mehr drauf hat auf das Spiel, weil die wirklich, man gesehen, der Rhythmus war raus. Wie war das für dich, diese paar Minuten? Hast du da gelitten oder beschreib das bitte mal?
Nee, weil ich habe dann gewusst, in dem Moment, wo es 4-2 oder wo das 4-3 dann fällt, da müssen wir jetzt durch, jetzt müssen wir das Ding irgendwie zu Ende bringen. Dann ist egal, was vorher 70 Minuten war, spielt keine Rolle mehr. Der Fußball verändert sich da ganz schnell. Und im Gegensatz, hört sich jetzt komisch an, aber kann man sich gerne im Video nochmal anschauen. Ich war relativ ruhig und auf jeden Fall ruhiger wie gegen Paderborn dann noch, weil da muss man dann durch, wie ich es eben gesagt habe. Da muss man dann, hat man auch die Chance, da werden wir dann auch nicht mehr zu viel verändern, weil wenn es 4-3 fällt und dann bringst du die Abwehr, wechselst nochmal durch, bloß um ein Zeichen zu geben, wir müssen besser verteidigen, dann kann es auch schief gehen. Und das war mir klar, wie gesagt, das müssen wir jetzt durchhalten, müssen die Nachspielzeit überstehen, wollen möglichst lang den Ball halten. Und nochmal, am Ende 4 Tore gemacht, wir hätten es nicht so spannend machen brauchen, aber da hat Sandhausen auch den Teil dazu beigetragen. Wer sich da auskennt im Fußball, weiß, dass das nicht... das erste Mal war, Deutschland hat, glaube ich, mal 4-0 gegen Schweden geführt, hat noch 4-4 gespielt. Wir haben es halt besser gemacht und nehmen 3 Punkte mit. Christoph Wurf noch an Neckar-Zeitung. Herr Schwarz, Sie haben es gesagt, beim 1-0 darf er nicht so frei stehen. Aus meiner Sicht war es aber auch ein Torwartfehler. Wie bewerten Sie die Situation? Ich muss mir das erst nochmal anschauen. Genau, also er fliegt durch den Fünfer durch, ja, ist auch ein Torwartraum logischerweise, aber ich muss mir das mal anschauen, aber trotzdem steht er komplett blank, also da jetzt zu sagen, der und der ist schuld, kann ich jetzt nicht genau sagen. Wir haben viel über diese komische Phase geredet, aber wir haben wirklich auch gute Sachen gehabt, zum Beispiel Tim Siersleben, erstes Zweitligator, Kühli trifft wieder nach so langer Zeit, und Kevin Sessa trifft auch gleich nach dem Reinkommen. Hat ja ab und zu auch mal ein paar Sachen gehabt, wo er mal die Dinger dann nicht gemacht hat. Kannst du auf die ersten beiden mal eingehen, wie wichtig das vielleicht für dich auch ist, die Situation aktuell? Für den Tim, oder? Genau. Für den Tim natürlich wichtig, dann das in Führung zu gehen, Standard. Freut mich für ihn, dass er dann auch mal treffen konnte. Für mich ist aber noch, wenn man das sich nochmal anschaut, so war meine Wahrnehmung im Spiel, der Eckball ist Wahnsinn. Der hat Zug, der hat Schnitt, fällt hinten runter. Wichtig ist für uns, dass wir die Position besetzt haben und da war Tim Siersleben einfach eingeteilt. Heißt, er hat das gemacht in dem Moment, wo er hin sollte, dann muss er uns selber reinmachen und defensiv hat er heute Probleme gehabt. Ich glaube, das hat man gesehen. Auch das Foul vorm 4-3, das muss er besser lösen. Auch den einen oder anderen Spielaufbau, im Zweikampf nicht mehr so richtig drin. Aber es ist ein junger Spieler, der hat vor 2 Jahren noch Regionalliga gespielt. An solchen Aufgaben wird er wachsen, muss er auch wachsen. Letzte Woche hat er ein überragendes Spiel gemacht. Heute hat er Schwerstarbeit gehabt und hat nicht alles so richtig funktioniert. Dann haben wir gehabt Christian Kühlwetter. Mich hat es unheimlich gefreut, wo er gegen Paderborn reingekommen ist, das Tor vorbereitet hat, eine sehr gute Körpersprache gezeigt hat. Und er weiß, wie man mich überzeugen kann, als Trainer dann reinzukommen. Natürlich englische Woche, gerade die Offensiven sind viel gelaufen zuletzt, deswegen 2 Wechsel. Und das soll ihm Selbstvertrauen geben in der ersten Halbzeit. Ja, mit der gelben Karte ist immer so eine Sache, wie gehen wir dann in der zweiten Halbzeit weiter. Aber ich denke, es war richtig, ihn dann drauf zu lassen. Und es waren die 2. Und Kevin Sessa, klar, das ist dann schon gut, wenn, das war auch der Plan, wenn man sich das wünschen kann, in Kevin Sessa dann zu bringen, wenn die anderen gearbeitet haben. Wir haben halt wieder, ich glaube, wieder 9 Kilometer mehr wie der Gegner. Das ist ein unheimlicher Aufwand, der wir betreiben. Und wenn dann eine gewisse Müdigkeit da ist, in Kevin Sessa mit seiner Schnelligkeit zu bringen, wie beim Konter, dann ist es überragend, wobei ich sage, 50% gehen beim Tor für mich auf Tim Kleindienst, weil wenn er nicht den Sprint anzieht, dann hat er Kevin Sessa nur eine Option. So hatte er 2 und der Torwart wusste nicht, wohin. Kann ich noch ansetzen, kurz? Du hast gesagt, nach dem letzten Spiel hast du nicht so viel Gesprächsbedarf. Was für Gespräche mit den Spielern, also die Analyse nach dem Paderborn-Spiel, war sehr kurz, hast du gesagt, gab nicht viel zu sprechen, weil alles gut war. Was machen wir jetzt die nächsten 2 Tage vor dem Regensburg-Spiel noch? Blick nach vorne. Über das Spiel sprechen wir gar nicht mehr. Wir spielen in 3 Tagen schon wieder. Wir müssen jetzt wirklich schnell regenerieren. Regensburg kommt zu uns, die brauchen auch Punkte. Und deswegen bereiten wir uns auf Regensburg vor. Das Spiel ist schon im Kreis abgehakt worden. Christoph, weitere Nachfrage? Gut, dann. Vielen Dank unseren Gästen, eine gute Heimreise und ein gutes letztes Spiel zum hintenrunden Ausklang. Wir sind beim Hamburger SV am Samstag um 13 Uhr zu Gast. Bis dahin, tschüss, gesund bleiben.